This video is powered by reconcompany.com. Hallo und herzlich willkommen auf Epic Shot Show 2024. Wir sind am Stand von HoloSun. Wie versprochen, auf dem Range Day sind wir nochmal bei HoloSun am Stand, um euch nochmal alle Produkte ganz kurz in einem Überblick zu zeigen. Wir haben natürlich uns jetzt hier auch ein paar Notizen gemacht. Seht es mir nach, wenn ich ein bisschen was ablesen muss. Es sind halt einfach unheimlich viele Produkte. Zuallererst mal die gute Nachricht, das Thermal Site, was ja schon letztes Jahr von uns auch vorgestellt wurde, das ist jetzt ready to ship. Das wird dann wahrscheinlich auch bald in Deutschland verfügbar sein. Muss man nochmal genau die Details klären, inwieweit das dann auch für die Jagd nutzbar ist. Und beziehungsweise, ob es für Deutschland nutzbar ist, weil ja auch ein Upsell mit eingebaut ist, aber das werden wir sehen. Da können wir euch noch keine Informationen geben, da werden wir nochmal mit HoloSun bzw. Laserlux Rücksprache halten. Aber sind auf jeden Fall ready to ship, für die USA at least. Ja, dann die anderen Produkte werden bis auf die Prototypen, das sage ich euch dann immer, wenn es Prototypen sind, die werden alle im zweiten Quartal dieses Jahr verfügbar sein für die USA, dann wahrscheinlich ein kleines bisschen später bei uns in Deutschland. Da hat HoloSun tatsächlich auch ordentlich zugelegt von der Geschwindigkeit, um einfach den Leuten nochmal ein bisschen mehr zu geben, dass man nicht 2 Jahre auf neue Produkte wartet, sondern das ist tatsächlich alles schon fertig entwickelt, bis auf das hier und noch eine Sache, die wir euch gleich zeigen. Wir fangen mal an und gehen einmal in den Iris Green Laser. Das ist nochmal eine neue Lasereinheit von HoloSun. Die haben ja viele Geräte in der Richtung und das ist nochmal ein sehr kompakter Laser, der auch in der Preisspanne relativ interessant sein wird. Man kann hier mit Picatinny montieren, hat hier oben auf der Topseite die Bedienung, um den grünen Laser einzuschalten. Zusätzlich hat man hier noch einen IR-Laser. Die sind beide auch gepaart, das heißt, ich kann auf dem grünen Laser die Optik einschießen, dann ist automatisch auch der IR-Laser eingeschossen. Und zusätzlich habe ich noch einen IR-Strahler, um einfach nochmal Licht zu machen. Und der hat die Besonderheit, der kann hier über einen Schieberegler sehr schnell in der Größe verstellt werden. Das heißt, wenn ich ihn in der einen Position habe, habe ich wirklich einen Auf-den-Punkt-Spot und wenn ich ihn nach vorne schiebe, dann habe ich wirklich ein weites Feld, um da ordentlich Licht zu machen. Natürlich geht das Ding auch mit einer Fernbedienung bzw. mit einer Remote-Verbindung. Man nutzt hier den Crane-Standard, der auch bei vielen anderen Lasersystemen verbaut ist, um eben einfach auch kompatibel zu sein und den Anwendern, die bereits Laser haben, die Möglichkeit zu geben, die Switche, die Fernbedienung eben auch nutzen zu können. Das DPS, das war das, wo der auf dem Range Day auf der Flux montiert war, sehr spannendes System, ist ein Rotpunktvisier mit einer Thermaleinheit, wobei beide Teile mit Funk miteinander kombinieren und auf der Pistole genutzt werden. Der Vorteil ist natürlich, ich habe auf der Pistole oben auf dem Slide eine schöne kleine Optik und unten drunter dann die Thermaleinheit, die dann den Rest macht. Die beiden kommunizieren miteinander und ich habe hier mit dem Rotpunktvisier die Möglichkeit, eben wie man das bei HoloSun kennt, das reguläre Absehen zum Umschalten und habe dann eben noch den Thermal-Overlay, den ich dazu machen kann. Und das ist, wie gesagt, Prototyp alles noch. Wir werden mal sehen, ob das nächstes Jahr schon fertig ist und was der Use Case oder der Anwender oder was die Anwendung für diese Optik sein wird. Sehr spannendes Produkt auf jeden Fall. Dann geht es weiter mit der Raid-Lampe. Das ist eine Waffenlampe für Langwaffen mit einem 18650er Akku. Hat 1000 Lumen Leistung. Die Besonderheit hier, es kommt schon direkt mit allem, was man braucht. Man hat hier einen Clicky-Schalter mit dran, der auch hier mit Erhöhung versehen ist, damit der Schalter nicht versehentlich aktiviert wird. Zusätzlich gibt es noch eine Tailcap mit einem Crane-Anschluss wieder, wie auch beim Laser, um kompatibel zu sein. Eben auch mit anderen Schaltern. HoloSun hat er auch selber nochmal einen Schalter entwickelt. Und es kommen gleich auch 2 Mounts mit dabei, nämlich einmal Picatinny und einmal M-Lock. Sehr leicht und wird wahrscheinlich auch preislich sehr interessant sein. Ultra robustes System, gefällt uns gut. Bei der Montagebasis, da wird die Scout-Montagebasis genutzt. Das heißt, wenn euch die Montagen nicht zusagen, könnt ihr auf alles, was für die Surefire Scout verfügbar ist, ebenfalls auch mit dieser Lampe nutzen. Als nächstes haben wir die PID-Lichtmodule, die für die Kurzwaffe gedacht sind. Einmal als Version nur Weißlicht und als Version Weißlicht mit
einem grünen Laser optional. Beide Module sind hier mit einem Paddle bedienbar. Zusätzlich gibt es nochmal eine Variante, die nennt sich dann PID-K. Das ist dann für die Kompaktversionen, wie zum Beispiel eine P365. Die sind einfach nochmal ein bisschen kleiner. Und die beiden Geräte haben, oder die, alle Geräte dieser PID-Serie haben einen integrierten Akku, der mit USB-C geladen werden kann und bringen 1000 Lumen Lichtleistung. Das AIMS haben wir euch auch schon vorgestellt, schon eine Weile her. Jetzt neu ist das AIMS Max, das ist 30% größer als das ursprüngliche AIMS, hat ein unglaubliches Sichtfeld, ist zusammen mit Ronin Tactics entwickelt worden, sieht man hier auch schön mit dem Logo auf der Außenseite. Ansonsten hat sich nicht viel geändert, außer dass man natürlich jetzt ein größeres Design hat, umschaltbares Absehen, Verschlusskappen hier mit Glas nochmal zusätzlich, die dann das Ganze auch nochmal zum Schutz der Scheiben hier vorne angebracht sind. Ich muss mal kurz gucken, wie ich die hier aufbekomme. Die wollen nämlich, jetzt habe ich es so, habe ich die eigentliche Linse quasi hier nochmal unter der Schutzkappe. Also alles integriert, alles sehr sauber, um eben nicht nochmal auf Zubehör angewiesen zu sein, um hier das System zu schützen. Gibt es natürlich mit einer Low und mit einer High Mount, selbstverständlich, kann man dann entsprechend so, wie man es braucht, nutzen. Auch mit Ronin Tactics entwickelt ist das EPS Carry. Sieht man auch wieder hier schön das EPS-Logo obendrauf. Ist im Endeffekt das EPS-Sight, was wir euch letztes Jahr auf der SHOT Show vorgestellt haben. Nur ohne das Solarpanel. Also das ist reiner Batteriebetrieb. Und das hat der Ronin Tactics so gewünscht, dass er da quasi keine Solarfunktion hat. Für alle, die da Fans von sind, wäre das nochmal eine Alternative zum regulären EPS. Das populäre SCS, das komplett ohne Batterien auskommt, sondern nur mit einem Superkompensator ausgestattet ist, haben wir euch auch schon vorgestellt. Gibt es jetzt nochmal für weitere Waffenmodelle, wie zum Beispiel für die CZP10. Und was uns auch freut, nochmal als SCS Carry Version mit einem modifizierten RMSC Footprint, um eben einfach da auch nochmal mehreren Waffensystemen die Möglichkeit zu geben, das SCS zu nutzen. Für alle, die eine P320 haben und das SCS noch nicht auf dem Schirm haben, da gibt es das zum Beispiel auch. Und das Schöne bei dem SCS für die P320 ist eben, dass es hier nicht wie bei der Version ein offenes Gehäuse ist, wo dann der Emitter exponiert ist und hier durch Dreck und Wasser oder Regen verdeckt werden kann. Hat man dann hier mit dem SCS für die 320 ein komplett geschlossenes Gehäuse. Einfach nochmal für euch als Info. Das ist jetzt nicht neu, aber dass ihr es mal gehört habt. Und zum Schluss haben wir noch den Holosun Magnifier, das ist ein 6-fach-Magnifier, kommt mit einer Mount und natürlich auch mit Einsätzen, um das Ganze in Absolute oder in Absolute Co-Witness oder in Lower Third Co-Witness nutzen zu können. Dioptrienverstellung ansonsten identisch mit dem regulären 3-fach-Magnifier, der hier heißt HM6X. Das ist, denke ich, auch nochmal eine sehr coole, preiswerte Variante für alle, die sagen, ich hätte gern bei einem Rotpunktvisier einen Magnifier, der eben ein bisschen mehr Leistung hat als 3 und da ist so 6-fach auch unserer Erfahrung nach das Einzige, was von der Vergrößerung her mit einem Rotpunktvisier noch gut funktioniert. Alles, was darüber geht, wird dann schon eklig von der Verpixelung. Ganz zum Schluss nochmal ein Prototyp, den haben wir uns eben gerade nochmal schnell draußen gegriffen. Den wollten sie eigentlich gar nicht vorstellen, aber ich habe gesagt, ich finde es sehr spannend, deswegen hauen wir es mal mit rein. Das wäre hier eine Kombi-Montage, also es geht jetzt nicht um die Optiken, die hier oben drauf sitzen, sondern um die Montage. Da hat man, wie das ja auch bei vielen anderen Herstellern momentan der Trend ist, das Ganze ein bisschen höher zu legen, um eben einmal eine angenehmere Schießposition für den Kopf zu haben und natürlich auch für den taktischen Bereich mit Nachtsichtgeräten oder mit Gasmasken bzw. mit Schutzmasken zu arbeiten, Respirator, was auch immer, irgendwas, was die Sicht einschränkt, dass ich mit meinem Kopf nicht idealerweise an den Schaft komme, sind erhöhte Optiken jetzt der aktuelle Trend. Und hier hat man jetzt gesagt, wir machen im vorderen Bereich eine leicht nach vorne gekentete Montageplattform mit einem 509T Footprint, also die kleineren Optiken, die hier vorne drauf passen von Holosun. Und im hinteren Bereich hat man Picatinny, da ist jetzt hier der Dreifach-Magnifier von Holosun aufgebaut. Ich nehme den einmal runter, dass man es mal sieht. Und so würde hier die Montageplattform dann aussehen. Kann auch nochmal ganz spannend werden, haben wir uns sagen lassen, gerade hier mit dem neuen Thermal Pistol Sight. Das wäre dann, wenn ich das jetzt einmal umdrehe und verkehrt rum aufbaue, könnte ich jetzt hier zum Beispiel dann die Thermaleinheit aufsetzen und hinten drauf das Pistol Sight. Da habe ich auch beides hier zusammen. Also das wäre auch nochmal eine Alternative, wie ihr dann diese kombinierte Optik mit dieser Montage auch nochmal auf der Langwaffe nutzen könntet. Sind wir sehr gespannt drauf. Wir werden euch berichten, sobald das Ding aus der Prototypphase rausgeht und in den aktuellen Bereich.
Das sind die Neuheiten von HoloSun gewesen, von der SHOT Show 2024. Sehr spannend. Wir werden sicherlich auch nochmal auf der IWA oder auf der M-Force Tech uns nochmal damit beschäftigen. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt und was ihr davon haltet. HoloSun ist hier unten eingeblendet, der Link. Da könnt ihr euch auch nochmal informieren über den aktuellen Stand der Dinge. Ansonsten, wie immer an dieser Stelle, liken, Abo, Glocke klicken. Denkt auch bitte daran, einmal in den Blog zu schauen, in unsere Reels auf Instagram und YouTube. Da gibt es nochmal viel, viel mehr Informationen und Spezifikationen hinten dran. Wir arbeiten diesmal mit vielen Teams, um euch möglichst breit zu berichten von der SHOT Show 2024. In diesem Sinne, ich bin raus, gehe weiter zum nächsten Stand mit meinem Team und wir sehen uns. Macht's gut, bis dann. Bye-bye. For support, also subscribe nForce Tech TV.